Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Montag, den 8.11.2021? Und für unseren DAX steht es, ja, eigentlich nicht so schlecht aus, ne? Es steht ziemlich hoch, aber ein bisschen wackelig. Wenn wir so zurückblicken, was wir auch als Erwartungshaltung für den Freitag hatten, war die These eher, wenn er sich klar nach oben arbeitet und vielleicht früh nur einen kurzen, tiefen Start macht, dass er dann eben, dass er sich dann eben durchaus noch weiter nach oben arbeiten, vorarbeiten kann, ne? Also die 16.0, ich weiß gar nicht, ob es hier im Video mit benannt war, auf jeden Fall hat man es im E-Mail-Verkehr hat man es mit drin, die 85.90 oben noch als kleine Zwischenziel, bevor dann eben die 16.1.18 kommen kann. Und das hat er soweit erfüllt, hat sich dann einen Rücklauf gelassen, stabil seine 16.000 verteidigt und relativ hoch nochmal geschlossen, aber verhalten hochgeschlossen. Also da hätte ich mir durchaus zum Freitag auch ein bisschen mehr erwarten können, auch wenn wir ja grundsätzlich den DAX jetzt sogar tiefer gesehen hatten, ne? Sogar gesagt hatten, okay, da muss man, jetzt erinnere ich mich auch, ne? Wir hatten gesagt, unter 16.000 wird er wahrscheinlich erstmal ein Verkaufssignal setzen. Aber das hätte eben eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch ein Fehlsignal zu werden und wahrscheinlich direkt wieder nach oben durchzuziehen. Und das hat er eben früh gesetzt. Jetzt, wo ich sehe, macht es wieder Klick. Und das hat er einfach früh kurz die 16.000 angetippt, verteidigt und eben auch zum Abend dann hin verteidigt, sodass wir eben auch über der 16.000 hier aus dem Handel rausgegangen sind. Was wir aber sehen, ist, dass die letzten Hochs jetzt einfach schlecht angenommen wurden. Ne? Fangen wir mal am Donnerstag schon an mit dem Aufwärtsgap, dann direkt nach unten gekonnt, das war schon so der erste Querschläger. Zum Freitag haben wir jetzt nochmal neue Hochs probiert, sind die wieder relativ schlecht weggearbeitet. Das heißt, im Tageschart dürften wir da jetzt ein paar Schatten einfach an den Kerzen dran sehen, das dürfte ein bisschen wackeliger aussehen. Das sah es zum Freitag ja auch schon ein bisschen wackeliger aus. Und das hat sich jetzt zum Freitag ein bisschen verstärkt, sodass er am Montag durchaus jetzt langsam Gefahr läuft, auch ein bisschen in den Rücklauf reinzugehen, insbesondere wenn er jetzt wieder per Aufwärtsgap reinkommt und dann nach unten wegdrückt. Und wir haben auch am Freitag mit Sicherheit darüber gesprochen, wie eine bullische Woche üblicherweise schließt, und hatten auch gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn er am Freitag noch ein neues hochsetzt. Das wird es ihm am Freitag deutlich einfacher machen, sich dann vielleicht auch nach einem kleinen Aufwärtsgap wieder nach unten durchzuwühlen und dann in der Korrektur erstmal für, also einfach ein bisschen Luft rauslassen für 1, 2, 3 Tage, das würde vollkommen reichen. Und wir hatten gesagt, wenn er Freitag sich unten rausschiebt, wäre das halt dann würde er wahrscheinlich zum Montag nochmal ein neues hochstechen oder zumindest das komplizierter werden. So hat er sich jetzt für die einfachste Variante entschieden. Jetzt muss er eigentlich bloß den Start eigentlich vermasseln, ne? Zeitfenster würde ich ihm da so von 8 bis 10 Uhr durchaus geben. Ja, und wenn wir da keine Stärke reinkommen sehen, dann darf er durchaus jetzt anfangen zurückzulaufen. Die wichtigste Station ist und bleibt unten der Bereich zwischen 69 und 49. Ja, das ist auch eine gute Unterstützungszone, um sich nochmal nach oben zu drücken, um Schwung zu holen. Und falls er sich doch anders überlegt und schnell auskontern will und alles, was da runter geht, das ist für mich Rücklauf. Das ist für mich Rücklauf. Und rein in die Ziele 8,50, 8,10, 7,80, 7,10, 6,70. Das ist eigentlich so die spannendste Zone. Da hatte ich letztens Freitag, nachdem wir fertig waren mit dem Video, oder ich glaube sogar noch während dem Video, die Zone hier markiert. Ne, hier ist dieses offene Gap, hier ist die 6,70. Das sind alles wichtige Markenbereiche. Das wäre für mich ein schöner Zielbereich. Die nächsten Tage, wenn er denn tatsächlich jetzt nach unten arbeitet, Stück für Stück. Ne, aber passt mir ein bisschen auf der 6, der 69 und der 49 auf. Das ist jetzt erstmal noch guter Support und das kann auch gut und gerne nach oben ballern. Sollte unser DAX nach 10 Uhr, ja, also deutlicher nach den ersten zwei Eröffnungsstunden oberhalb noch tendieren von 16,85, dann ist es positiv zu werten. Ja, und dann geht das Richtung 16,1,18, 16,230 und noch mehr. Ja, der darf da durchaus durchrennen. Ich würde erstmal die so ein bisschen im Fokus lassen, auch die 2,30, 2,45, das ist mir eine recht wichtige Zone, von der ich gut mir vorstellen kann, dass da was nach unten wegscheppert, also auch richtig wegscheppert, ne, und dann, dass ich es mal schon mal gehört habe, das nächste darüber wäre dann so der Bereich um 3,65, 3,70, ne, können wir vielleicht auch schon mal eine Linie reinsetzen, kriege ich die hier kopiert, machen wir hier die 3,15, 3,65 draus. Dass wir das da schon mal mit drin haben. So, das wären dann die nächsten Zonen, wenn er jetzt hier einfach durchrammelt und klare Stärke zeigt. Denn wir haben eine brachial gut aussehende Wochenkerze. Wir sind direkt am oberen Bollinger Band und da hat er zwei Optionen. Entweder wirft sich jetzt davon zurück Richtung mittleres Bollinger Band im Wochenchart, ja, oder er arbeitet jetzt einfach oben aus dem Band raus und dann gehen Übertreibungsbewegungen los halt. Ne? Da muss er auch nicht zurückkommen, da kann der mit einem Gap nach dem anderen sich immer weiter Stück für Stück weiter hoch im Trend vorarbeiten. Das muss man auch ein bisschen im Blick haben. Das heißt, sehen wir Stärke, sehen wir einen DAX oberhalb von 16,85, auch durchaus nach den Eröffnungskerzen weitertreiben, ist es positiv zu werten, Long-Positionen zu verfolgen.
favorisieren Richtung der nächsten Ziele, die dann einfach oben kommen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig und auch klar. Ne? Sehen wir aber Schwäche im Start drin, sehen wir den unter die 16.000 gleiten, dann geht er auf die 15.69, 15.49. Das wird so die erste Bewährungsprobe. Und alles, was dann darunter geht, ist dann eigentlich schon aktiver Rücklauf. Und dann darf man auch bis 8.50, 87, 7.10, 6.70 ziehen. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Können trotzdem noch mal kurz in den Tageschart reingucken. Sind noch ein bisschen unterhalb von dem Bereich, von dem ich einen Rücksetzer erwartet habe. Vom untergeordneten Verhalten passt es, wird es aber passen, wenn er den jetzt schon zieht. Es würde auch zur Lage ungefähr passen, ne, mit dem Allzeithoch. Wir hatten da vor ein paar Tagen schon mal drüber gesprochen, dass er das Phänomen ja wirklich seit ein paar Monaten schon hat. Dass er immer, wenn er ein neues Allzeithoch setzt, dort erstmal eine Kerze stehen lässt und dann hinten raus wieder zurückrudert. Ja, und das ist jetzt hier durchaus zu sehen. Die Schatten, rote Kerze am Vortag, jetzt hier langer Schatten obendran. Also das wird, das ist jetzt nicht negativ zu werten, ne, die Kerze. Aber sie lässt schon ein Fenster offen, wenn er jetzt unterhalb dieser Tageskerze einfach jetzt in der neuen Woche rausarbeitet. Ja, alles, was da unter 16.000 jetzt nach unten geht, hätte hier jetzt aus Sicht des, auch des Tagesbands halt, ne, schon alleine Platz bis in die 6.40 rein. Also ich meine, gut, das steigt jetzt die nächsten Tage noch hoch, ne? Das wird dann so, sagen wir mal, vielleicht Dienstag, Mittwoch auch im Bereich um 7,50, 7,80, 7,10 rumliegen, da wo das Gap offen ist. Also es wäre schon interessant, ne? Wenn er jetzt hier nach unten runter drückt, dass es sich dann ein bisschen Rücklauf geben kann. Aber auch hier sehen wir im Tageschart, oben raus sind die Potenziale nicht begrenzt. Ne? Also das, was im 2-Stunden-Chart da irgendwo bei 3,65 aufhörte, da muss es nicht zu Ende sein. Wir haben hier noch Bereiche im Tageschart bei 4,90, 7,75 und noch mehr, was dann attraktiv werden kann, wenn er weiter auf der Powerblase bleibt. Na, so von der Bewegungsanzahl, da hat man schon vor ein paar Tagen auch drüber gesprochen, das reicht vollkommen aus, das hätte sogar hier schon ausgereicht. Na, das ist okay, da kann man jetzt mal eine schöne Zwischenkorrektur auch mal setzen für ein, zwei Wochen. Aber Punkt, ist so. Ja, also unterhalb der Tageskerze unten, Rücklauf einplanen, unterhalb der 16.000 und alles, was hier höher geht, da ist noch Platz, da ist noch so viel Platz, so viel positive Stimmung, so viel Geld, was hier reingeschmissen wird gerade, würde ich ihn einfach machen lassen. Ne? Also zumindest nicht zu brachial dagegen stellen. Motto der letzten Tage, definitiv, wer kein Long im Kopf seitlich gedreht kriegt, der wartet entweder auf die Umkehrsignale oder hält sich einfach zurück. Na? Gut, oder probiert halt auch Long, ne? Das darf man ja auch. Ein bisschen vergessenes Argument. Ja, gucken wir mal rein. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Würde einen Rücklauf gerne sehen die Woche, würde gut reinpassen, aber gibt keine Garantien, ne? Wenn der mir nach 10 Uhr, nach 11 Uhr, und der da Vormittag schon neue Tageshochs über 16,85 reindrückt, dann nachdem die Startkerzen durch sind, dann ist er jetzt halt weiter. Ne, was will man da rumdiskutieren und argumentieren und jetzt könnte und jetzt kann doch aber und jetzt ist doch hier das fertig und da liegt doch Fibo, dann steigt er halt weiter. Ne? Ob man es will oder nicht, das macht es halt einfach so. Und dann kann man sich dann dagegen stellen oder mitgehen und so würde ich hier rangehen. Ja, auf 16,85 oben gucken, 16.000 unten gucken und dann versuchen mitzuschwimmen. Gut, machen wir hier zu. Wünsche euch viel Erfolg am Montag, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.